Im abgelaufenen Jahr 2017 wurden insgesamt 2.192 Fahrzeuglenker wegen Fahren unter Drogeneinfluss angezeigt und im Jahr 2018 haben wir hier schon eine deutliche Steigerung. Bis Ende August sind schon fast 2.000. Deswegen war es umso wichtiger, dass wir in den letzten Jahren hier verstärkt Anstrengungen schon unternommen haben, um hier gegen diese gefährliche Entwicklung vorzugehen und das Fahren unter Drogeneinfluss zu unterbinden, aber gleichzeitig auch durch verstärkte Kontrollen ein erhöhtes Bewusstsein zu erzielen, wie groß denn die Gefahr im Zusammenhang mit Drogenkonsum im Straßenverkehr ist. Ich muss aber dazu sagen, dass uns der testweise Einsatz von Speichelvortestgeräten hier doch um einiges weitergebracht hat. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir diesen Pilotversuch auch gestartet haben und dass wir auch übereingekommen sind, hier auch in Zukunft weiterzumachen. Immer mehr Menschen fahren unter Drogeneinfluss und die Zahlen, die uns vorliegen, sind alarmierend. Genau darauf wollen wir mit einer Kampagne aufmerksam machen. Wir haben eine groß angelegte Sensibilisierungskampagne vorbereitet, die im Oktober starten wird und der Slogan lautet: Lass Drogen nicht ans Steuer. Wir wollen Bewusstsein schaffen über die negativen Effekte des Drogenkonsums in Bezug auf das Lenken von Fahrzeugen. Es sollen einerseits Fakten thematisiert werden, natürlich, und vor allem wollen wir zeigen, dass unschuldige Dritte und nicht nur die Lenker selbst auch Leidtragende sind.